Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans, und ein ganz herzliches Willkommen heute hier in Hockenheim. Porsche Cup Fix Setup. Und am Start steht heute wieder der Tommy. Na, guten Tag, der Patrick ist auch dabei. Genau. Danke, das wünsche ich dir natürlich auch ganz herzlich. Und der Robert schreibt mir auch gerade noch, dass er am Start ist. Ja, dir natürlich auch alles Gute noch, lieber Norbert. The track temperature is falling. It's now 27 Celsius. Ach, was sind wir alle hier nett wieder zueinander? Finde ich super. Wie schon gesagt, heute Porsche Cup. Das erste Mal heute Hockenheimring, eine Premiere für uns. Wir haben 24 Fahrer am Start. Die Stärke des Feldes beträgt 2198. The voice of iRacing, good luck. Und es werden heute ungefähr 15 Runden gefahren. So, ja. Wird es sich hier lohnen, hier Qualifying zu fahren als Auto Nummer 23 von 24? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Eine Qualifikation fahren, das lohnt sich immer, würde ich mal meinen. Vor allem kann man dann noch mal gucken, wie die Strecke beschaffen ist. Was mit dir, Patrick? Bist du am Start oder was machst du? Natürlich bin ich selbstverständlich wie immer vor Ort, um das Rennen hier zu kommentieren. Aber warte mal, mir fällt gerade ein, ich habe neulich im Chat gelesen, dass iRacing was laut ist. Ich werde das jetzt mal direkt hier ein bisschen... und das jetzt hier. Oh, Lautstärke Mixer. Thumbs up, this video. Heute auch wieder zwei Fahrer aus dem Proxys Cup mit dabei. Da haben wir einmal den Markus Ehrenberg und Christian Hegewald. An der Stelle auch mal ganz liebe Grüße von uns. Tom und Totti starten ja gemeinsam sonntags im Porsche Proxys Cup und der Tom montags im GT3 Cup. Das steht da. Hat keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob es was gebracht hat oder nicht. Und da startet der Tom auch schon in die Qualifikation. Wie immer, zwei gezeitete Runden. Uah. Genau. Das hat's gebracht. Zum Glück war das die Outlap, sonst wäre die Quali schon wieder hinüber. Ja, die Reifen verhalten sich in der Outlap sehr, sehr tückisch hier. Das neue Reifenmodell, ganz schön schwierig. Was heißt denn, Laps won't count until you reset to the pits? Was ist das denn jetzt hier? Muss ich zu den Pits resetten? Wieso das denn? Weil ich mich einmal gedreht habe jetzt, oder was? Ich verstehe das alles nicht. Ist egal, ich versuch's nochmal. Und damit hätten wir die erste Quali-Runde vom Tommy absolviert. Siebter! Das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Eine 1:42:1:20. Schauen wir mal, wo das ein Tommy hinbringt. Allerdings fehlen zur Spitze nach vorn schon fast 2 Sekunden. Siehst du, der Markus Ehrenberg, der fährt 1,5 Sekunden schneller wie du. Der Christian Hegewald fährt 1,5 Sekunden schneller wie du. Den hat's ja am Sonntag noch im Griff. So, was haben wir jetzt? 41,3. Zehnter. So. Oh ja. Auto Start Nummer 23, da bist du schon mal 13 Positionen besser, wie sie sich einsortiert haben. So, ich komme sofort wieder, Moment. Bis gleich, Tommy. Und damit haben wir auch das Qualifying hinter uns gebracht. Die Ergebnisse sind oben eingeblendet. So, dann don't drive without a drink. Heute gibt es hier lecker Bionade Konto. Wie bitte? Das darfst du in Zukunft aber nicht mehr sagen, ne? Weil ich muss niesen. In Zukunft gibt es doch keine Bionade mehr, da gibt es eine Offenbacher vorm Rennen. Oh, ich musste niesen, Gott sei Dank, ich habe nochmal schnell geschafft, das Kabel zu ziehen. So. Oh, sind wir schon wieder dabei. Das ist Rennzeit. Ich
freue mich. Hoffentlich geht das alles gut. Das Gridding hat begonnen und die 24 Fahrer stellen sich auf. Der Kelvin, der Singh Sidhu ist sogar auf der Pole Position vor. Köln Bevers und Daniel Silva 15, den kenne ich. Dries Moji ist auf P7. Auch ein wilder Name, Dries Moji. Oder Hegewald 13. schneller. Theo Overhaus, der Name sagt mir was. Und Ehrenberg eine Sekunde schneller. Eider, deider, deider, deider. Arschbacken zusammenkneifen. So, was haben wir denn hier? Das passt soweit. So, und der Herr Hegewald ist direkt vor mir. Ich blink den mal an hier. Eine gute Farbe. Ja, das werde ich hoffentlich hinkriegen hier. Oh. Markus Ehrenberg startet von 4. Ja. Das Feld ist bereit und die Ampel dürfte jede Minute erscheinen. Und wir hoffen natürlich mal das Allerbeste für den Tommy. 10, 9, 15, 15 8, Runden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So sieht's aus. Die Startampel zeigt auf grün. Oh, ein ganz, ganz mieser Start vom Kelvin Singh Sidhu. Der wird hier geschluckt. Da gehen sie alle vorbei. Auch Markus Ehrenberg vorbeigegangen. Wo ist denn den Start völlig verpennt? Von Daniel Silva in Führung gegangen. Ach, und hier fliegt der erste. Oh, Markus Ehrenberg. Und er ist nicht der Einzige. Ehrenberg, na super. Uiuiui, hier fliegen so einige Autos. Die üblichen Verdächtigen. Genau, hallo Totti. Hi. Mal wieder Massaker in der ersten Kurve. Oh, hier ist schon die Hälfte vom Feld liegt schon hier in der Gegend. Die nächsten. Achtung. Und da geht's gleich weiter. Eingang Parabolika. Zack. Boah, volle Kanne. Ja. Auch Tommy musste weit gehen. Ich musste ausweichen und volle Kanne übers. Oh, die ganzen schönen Plätze, die ich gewonnen habe, sind alle wieder futsch, ey. Hier geht's ja ganz schön rund. Die Unfälle müssen wir nach und nach uns mal anschauen. Da ist ja so viel passiert. Und hier geht's gleich weiter. Der nächste. Da liegen die nächsten da hinten. Köln Bewehr ist jetzt in Führung gegangen. Da ist Valentino Rossi wieder. Und da liegt Dries Moji. Also was hier in der ersten Runde los ist. Michele Dal Dosso und Theo Överhaus. Aber ja, das ist halt. Ja, die wollten zu dritt in die Kurve. Da hätte der Theo Överhaus, der hätte einfach nur ein bisschen nachlassen sollen. So, was will denn der da? Will der da jetzt überholen oder was? Und dann, wenn links und rechts der Auto dann ist. Verliert er das Auto, rutscht nur ein bisschen weg so und haut dann den Außen weg da, ne? Ah, ja. Oh, da fliegt der Nächste. In der ersten Runde hat sich das halbe Feld schon wieder eliminiert. Wir gucken uns den nächsten Unfall an. Da ist der Ehrenberg. Oh nein! Ah! Er hat sich selber weggedreht. Ja, ja. Markus Ehrenberg hat sich selber weg. Oh, wie ärgerlich! Oh nein! Dann kriegt er noch einen Ghost-Contact und... Komm schon! Oh nee! Oh, da kommen sie noch mehr an. Also der scheint es wieder zu fangen, okay. Vorne Köln Bewehrs vor Daniel Silva und er ist wenigstens wieder auf den Zehnten angekommen. Kelvin Singh Sidhu. Okay, wen haben wir hier? Dimitri Le Boucher und Sebastian Heise. Ah, da gibt er ihm eine. Dimitri wollte überholen, hat den Sebastian erwischt. Karre ist abgeflogen, eingeschlagen, Feierabend. Ja. Christian Hegewald auf der sein Auto geschrottet hat. Warte mal, hat erzählt, dass P6 sich irgendwie gelöffelt hat. Christian hier immer noch top dabei. Wahrscheinlich war das der vor ihm. Und er hat jetzt. Ah, nee, der ist 4 Autos vor mir. Ich sehe den Christian. Ja, die rasen. Oh, Daniel Rodriguez Arisa. Zu schnell genau in die Kurve. So, ne? Nee, zu schnell aus der Kurve raus. Zu viel beschleunigt hier. Guck mal da, wie viele. So viel gewollt. Wie viele Bremsspuren hier sind. Das ist alles einem dieselbe Kurve da. Ja. Kurve da. Ups, hat ein bisschen spät gebremst. Lorenz Bartel, ja auch Auto Nummer 1. Der muss es doch eigentlich besser wissen, oder? Der muss es doch eigentlich besser wissen. So einen guten Kalt. Start hingelegt und dann schmeißt er in der dritten Kurve das Auto weg. Hallo Melia. Oh, der ist dem voll hinten rein. Ach du Scheiße. Also, warum? Warum fährt er dem da hinten rein? Der kann doch nicht. Der hat wahrscheinlich gehofft, dass der jetzt nach links oder rechts wegfährt. Kollege geht aber ordentlich weiter vorne. Dries Mochti. Emoji heißt es. Emoji, ja. Und? Und der schmeißt die Kiste einfach weg. Der dreht sich ein. Ja, so zeitig Gas gegeben. Ja. Hinten angedotzt. Das ist alles noch erste Runde, ne? Ja. Oh, der arme Markus Ehrenberg muss jetzt hier hinten.
ganz hinten. Oh, der Sebastian Heise, der kommt aber leise nach. Markus, nach seinem anfänglichen Missgeschick, muss jetzt hinterher fahren. Der ist schnell. Jetzt Robert Wesnick. Ja. Wesnick. Oh, 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 oh. Da kommt der Slapper und Gas geben jetzt. Safe. Kurz vor Start. Aber Glück gehabt, Glück gehabt. Das war ganz leicht. Aber das ganze Feld vorbei, alle vorbei. Ah, der Christian kann sich jetzt langsam absetzen. Christian konnte sich hier aus allem raushalten und fährt jetzt hier auf der sechsten Position. In Führung weiterhin Kane Bevers vor Daniel Silva und Kelvin Nussing-Sido, Marc Balzer auf P4. Gregory van Grienberge vervollständigt die Top 5. Der Kane hat einen kleinen Vorsprung auf den Daniel Silva, der hier unter Druck gerät von Kelvin Nussing-Sido im Ferrari gebrandeten Porsche. Marc Balzer ist da schon eine Sekunde weg. Er sitzt da hinten gemeinsam mit Gregory van Grienberge. Jetzt haben wir ihn hier mal im Bild. Marc ist eine Sekunde schneller unterwegs wie die Jungs vor ihm. Eine 1:39.634. Wow. Und weiter hinten im Feld gab es wieder eine kleine Rangelei. Das schauen wir uns gleich mal an. Aber schon 7 Sekunden nach vorne, ne? Zwischen Christian Hegewald und dem Rest. Oh, der ist jetzt auch weit gegangen, der Esche. Bartel jetzt wieder. Oh, oh nein, oh nein. Oh. Oh, jetzt der andere. Der auch noch. Oh, der sammelt hier. Der sammelt hier Incidents. Alter, der geht jetzt rund, oder? Die lehnen sich alle mal an. Rappiges Racing. Tommy nach dem Wirrwarr der ersten Runden hier auf P11. Hier haben wir den Ash Knight und Andrea Paolino direkt vorm Tommy. Hinterm Tom zu Yannick Strüth schon 2,5 Sekunden Abstand. Hier vorne Kane Bevers weiterhin in Führung, 1,5 Sekunden vor Daniel Silva. Und der Kelvin Nussing-Sido muss sich hier mit dem Marc Balzer auseinandersetzen, der bedrohlich nahe gekommen ist. Marc Balzer von P17 gestartet, hatte keine Quali-Zeit, fährt ja auf P4, Wahnsinn. Christian Hegewald muss jetzt nach vorne schon ein Stück abreißen lassen, sind 8,5 Sekunden zu dem Gregory. Hat Valentino Rossi überholt. Tom jetzt vorbei an Andrea Paolino auf P10. Der hellblaue Schnelle ist auch abgeräumt worden hier von dem Ash Knight. Schneid. Das schauen wir uns doch gleich mal an. So, wen haben wir hier? Sebastian Heise. Pech. Ah. Muss man ja mal wirklich sagen. Ja. Der Jute Ash verliert seinen Ersch, scheppert Sebastian Heise dann da voll. Also der Heise schiebt den gerade. Der Ash hat ein Glück. Ja, boah, ey. What the fuck? Sebastian Heise, ganz schön was los heute. Hier haben wir den Marc Balzer, der versucht an dem Kelvin Nussing-Sido vorbeizugehen, was ihm hier auch gelingt. Schönes Überholmanöver. Letzte Runde. Marc von ganz hinten ohne Zeit gestartet, hier auf dem Weg nach vorn. Wahnsinn, ein super Rennen. Wir befinden uns in Runde 5 von 15. Die ersten 5 fahren eine Sekunde schneller wie der Rest des Feldes. Hinter dem Gregory van Grienberge zu Christian Hegewald jetzt schon fast 10 Sekunden. Das ist ordentlich, ja. Tommy durch den Unfall von Sebastian Heise hier inzwischen auf P9. Direkt hinter ihm Andrea Paolino, der noch vor uns überholt hat. Und der Marc kann sich jetzt schon leicht absetzen hier von dem Kell Windler. Ihr seht, es ist schon eine halbe Sekunde. Hier ein Stück weiter hinten kämpft der Arnaud Yassin mit dem Robert Wesnick um die Position 13. Dahinter dann Dimitri hier, Le Boucher und Markus Ehrenberg, die am Anfang so ihre Probleme hatten. Schon 4 Sekunden, fast 5 Sekunden hinter dem Robert. Hinter dem Markus hier auch noch Lorenz Bartel auf P17. Und dann zu dem Daniel Rodriguez Ariza schon 5,5 Sekunden Abstand, den wir ganz hinten im Bild sehen. Hier kommt er. Nach seinem Unfall in der ersten Runde muss er dem Feld hinterherfahren. Und ganz hinten hier auf P19 Sven Hiller, der Letzte, der noch fährt. Ah, jetzt haben sie sich alle erstmal eingeklinkt. Ja. Und da ist der Marc Balzer auch schon dran am Daniel Silva. Mit Sicherheit heute der schnellste Mann im Feld. Wahnsinn. Wird gleich vorbeigehen, schätze ich mal. Ah, der Andrea Paolino, der kommt wieder ein bisschen nah. 0,6 Sekunden, er war eben auf 0,5. Von Kön Bevers immer noch 1,7 Sekunden vor dem Daniel. Seht ihr? Aber der Marc, der macht hier richtig Druck. Der will unbedingt vorbei, um den Anschluss nicht zu verlieren. Boah. Spitzgerät, die erwischt doch nicht so gut. Da ist jetzt noch wieder auf eine Sekunde. Und es gab wieder einen kleinen Zwischenfall. Den schauen wir uns gleich mal an.
Ries, Moch. Boah, wie das Moch. Moch die. Ja, nur in Insi. Oh, nee, doch, ne. Wiggle, wiggle, wiggle. Eieiei. Der verschätzt sich immer ein bisschen. Der fährt immer zu weit raus. Ja, also das ist ein ziemlich heftiger Unfall. Oh. Einiges los heute. Hier haben wir mal den Christian Hegewald im Bild. Fährt hier ein super Rennen. Auf P6 natürlich nach vorne schon fast 10 Sekunden. Aber nach hinten zu Christo Chinmai auch eine halbe Sekunde Abstand. Fährt ungefähr eine Sekunde langsamer wie der Rest des Feldes vorne. Tommy hier P9, super dabei. Marc Balzer inzwischen P2. Oh, da ist einer abgeflogen. Wer? Ey, das ist aber ein Dings gewesen, glaube ich. Eingang, Start und Ziel gerade, das gucken wir uns dann gleich mal an. Ein Dings? Was ist ein Dings? Ey, der Daniel Silva. Aber kann weiterfahren. Okay. Der ehemals Zweitplatzierte. Daniel Silva, 15, Runde Nummer 6. Ja, das war schade. Leitet hier einen schönen Drift ein. I like. Der Dritte, das war der Zweitplatzierte. Jawohl. Zu dem Zeitpunkt. I shagged her. Echt? I shagged her rotten, baby. Ja, ja, ja. Damit der Daniel Silva von P2 auf P5 zurückgefallen. Schade, bisher ein super Rennen. Hat aber immer noch beruhigende 2 Sekunden Vorsprung auf den Christian Hegewald, den wir am Horizont da kommen sehen. Hier haben wir ein Bild, der sich mit Christo Chinmai auseinandersetzen muss, direkt hinter ihm. Hier haben wir mal Michel Daldoso im Bild, im Monster Porsche, der sich hier mit dem Robert Wesnik auseinandersetzen muss, der jetzt den Arnaud Versin hinter ihm überholt hat. Markus Ehrenberg vorne schon konnte sich absetzen, 5,5 Sekunden vor dem Jungs. Tommy hier auf P9 an dem Ash Knight dran. Andrea Paolino und Yannick Stritt schon mit leichtem Sicherheitsabstand. Aber auch vor dem Ash zu Christo Chinmai und Christian Hegewald schon eine Lücke von 2,5 Sekunden. Ein schönes Rennen hier von den Jungs und eine tolle Lackierung hier der Andrea Paolino. Wie ich ein Rossi-Fan. Wir gehen jetzt gleich in die 8. Runde. Ja, der macht aber keine Fehler da vorne. Spotter sagt, ich soll warten, bis der einen Fehler macht. Ich habe ja gesagt, du sollst erstmal deinen Co-Team auswechseln. Tommy versucht den Ash hier ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich glaube, der dich immer beschimpft, der war besser. Versucht ihn nervös zu machen, was aber noch nicht so richtig funktioniert. Und auch hinten der Yannick Stritt, der versucht hier an dem Andrea Paolino vorbeizugehen. Andrea lässt sich hier nicht ins Boxhorn jagen. Vor 8 von 15 Runden. Yannick auch 1-0 von ganz hinten aus der Box gestartet, ohne Zeit. Bewegt sich hier auf Position 11. Andrea will, dass einer vorbeifährt da. Ja, der Yannick Stritt ist jetzt auch vorbeigegangen. Er ist jetzt vorbei am Andrea Paolino, damit er in Ruhe fahren kann hier, der Rossi-Fan. Andrea Paolino mag es eher gemütlich, lässt hier den Yannick ziehen, während der Tommy versucht hier den Ash weiter unter Druck zu setzen, der sich immer noch wacker und eisern wehrt. Yannick hat sich ordentlich bedankt. Und da der Tommy mit dem Ash hier kämpft, kann der Yannick auch zügig aufholen. Haha, Zero Contact. Boah, der kommt aber schnell nahe da, der Hintermann. Das gleiche wird sich hier vorne Köln bewährs denken. Denn der Marc Balzer, ihr seht's hier, der kommt hier mit 7 Meilenstiefeln angerannt. Wie gesagt, von ganz hinten ohne Zeit gestartet. Hier Gregory van Grienberge muss jetzt auch abreißen lassen. Daniel Silva inzwischen ein einsames Rennen. Auch Christian Hegewald konnte sich jetzt erst einmal ein bisschen freischwimmen vom Christo Chinmai, der allerdings immer noch in Reichweite ist. Wir sehen es hier. Christian spult hier seine Runden fehlerfrei ab. Ein super Rennen. Aber auch der Christo, der lässt hier nicht locker. Der Abstand nach hinten zu Ash Knight bleibt stabil bei 2,5 Sekunden. Der Ash konnte den Tommy jetzt erstmal ein kleines bisschen distanzieren. Der Tommy muss sich jetzt allerdings ja auch hier mit dem Yannick Stritt auseinandersetzen. Ein wunderschöner Dreikampf. Jetzt versucht der Yannick hier auch noch anzugreifen. Aber er setzt nochmal zurück. Dafür vertut sich hier der Ash hinterherpin und Tommy kann vorbeigehen. Yannick versucht es auch. Allerdings will der Ash den Platz nicht kampflos hergeben. Versucht hier zu verteidigen. Schauen wir mal. Oha. Aufpassen da hinten. Ash muss weit gehen und der Yannick schlüpft durch. Tolle Kämpfe hier, aber jetzt ist der Yannick wieder ganz dicht dran am Tommy. Während der Andrea Paolino in der blauen 46 hier schon abreißen lassen muss, jetzt 2 Sekunden weg. Vermute, den Yannick werde ich nicht halten können. Ich glaube, der ist fix, ey. Yannick letzte Runde auch 0,7 Sekunden schneller gefahren als der Tommy. Der drückt gewaltig, während der Ash jetzt so schon gleich abgefallen ist. Sehen wir auch deutlich im Bild, 0,7 Sekunden der Abstand.
Der ist vorher eine 40er Zeit gefahren, der Yannick Stritt. Vorm Tommy der Abstand zu Chris Huchinma jetzt auf 30 Sekunden angewachsen. Er wird wohl einer der Opfer von den ersten Runden sein. Oh! Da wäre der Yannick dem Tom fast noch hinten reingesemmelt. Wir gehen jetzt in die 10. von 15 Runden. Jetzt hat er dich. Und da greift der Yannick auch an, hat eine viel höhere Pace drauf, geht innen vorbei, super gemacht. Uiuiui, jetzt wäre hinter dir aber der Esch. Auch fliegen, fast fliegen gegangen. Und da ist der Esch auch schon wieder dran und am Tommy vorbei. Der Zweikampf beginnt erneut. Während sich der Yannick Stritt jetzt schon leicht absetzen kann. Oh, hier Esch, aber wild unterwegs. Es kämen die Reifen aber langsam nach, hä? Jetzt gehört der Esch wieder, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber geiles Rennen, also muss man schon sagen, hat er gut gemacht. Ja, konsequent reingedrückt. Und durch das ganze Gerangel hier vorne konnte auch der Andrea Paolino wieder aufholen. Schaut sich das jetzt hier aus der Logenposition an. Ein wunderschöner Vierkampf. Die Position 8 bis 11. Sehr gut, sehr gut. 5 Runden noch. Und während wir uns hier mit den Kämpfen rund um Tommy beschäftigt haben, ist ganz vorne hier der Marc Balzer inzwischen in Führung gegangen und hat den Köhn Bevers auf P2 verwiesen. Hinten dran noch der Kelvin der Singh Sidhu. Ja, Führungswechsel verpasst hier. Marc Balzer jetzt in Führung vor Köhn Bevers. Der Kollege vorne hat aber auch schon. Es gab wieder einen kleinen Zwischenfall. Gucken wir uns gleich an. Watch your tires, Ash. Dal Dosso. Er bremst, verliert sein Kfz hier und dreht sich ein. Ach du Scheiße. Lässt aber nicht nach. Er ist neben dir. Und Tommy versucht wieder am Esch vorbeizugehen. Muss aber nochmal zurückstecken. Geiles Duell. Inzwischen hat der Yannick vor den Jungs die Segel gesetzt. Sehr cool. Aber dadurch ist der Paolino auch dran, ne? Ja, ja, ist nicht so schlimm. Alles gut. Andrea Paolino wieder direkt dran. Macht doch voll Bock gerade. Ja, das glaube ich. Marc Balzer hier vorne, unser Leader, kann sich jetzt so langsam von dem Köhn Bevers absetzen. Kelvin Singh Sidhu auch noch direkt hinten dran. Spitzkehrer und jetzt versucht der Tommy am Esch vorbeizugehen. Der Esch, der lässt hier aber nicht nach. Ein knallharter Gegner. Seite an Seite, mal gucken, ob er jetzt weit geht. Wäre ich da nicht vom Gas gegangen, wären wir zusammengekracht, ne? Ein super Duell. Andrea guckt sich das alles an. Ja, Max Verstappen hätte es auch nicht anders gemacht. Was? Der Max Verstappen hätte auch reingehalten. Ja. Das ist halt so ein Rennsport. Da musst, halt, da musst halt... du abwägen, lässt du es jetzt krachen oder gibst du nach? Ja, ich lass lieber nach. Ich habe lieber ein schönes Rennen. Und wieder ein kleiner Zwischenfall. Ja. Na, guck mal. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Michel Daldoso zum zweiten. Ups. Da ist irgendwas mit dem Fahrer gestellt. Oder mit dem Auto in Ordnung. Scheiße. Ash wieder mit einem kleinen Vorsprung. Aber das ist ein geiler Fight. Wir gehen jetzt gleich in Runde 12. Der Andrea Paolino, der guckt sich das alles im Großformat an. In der Zwischenzeit gab es noch einmal einen kleinen Zwischenfall. Den schauen wir uns auch gleich mal an. Der hat jetzt bestimmt das ein oder andere Mal gehofft, dass ihr euch noch in die Quere kommt. Und nochmal Michel Daldoso. Bisschen zu schnell. Ja. Boah, nicht schlecht, ey. Schöner Drift und plötzlich ploppt er weg und ist verschwunden. Michel hat heute so seine Probleme. Herr Mr. Knight. Während hier der Kelvin der Singh Sidhu unermüdlich versucht anzugreifen und den Köhn Bevers unter Druck zu setzen, der sich hier aber wunderschön wehrt. Inzwischen laufen die beiden auf Lorenz Bartel auf, der jetzt hier schön Platz macht. Ein tolles Duell, eng, fair und sauber. Aber Christian fährt hier auch ein tolles Rennen, für Christian Hegewald. Ja. Lässt sich hier nichts zu schulden kommen. Sechster Platz, fährt 1,40er Runden, super. Christian hat auch einen eigenen Twitch-Kanal. Wer da mal vorbeischauen möchte, haben wir oben eingeblendet. Der Silbernagel hier eine 42,8. Ja, ich habe aber hier auch zu kämpfen mit dem Kollegen vor mir. Ich will den ja nicht abschießen hier. Das Duell zwischen Tom und Ash geht weiter, während vorne der Yannick sich immer mehr absetzen kann. Jetzt schon 4,5 Sekunden. Der Markus Erdberg hat sich bis um P14 schon wieder zurückgekämpft. Nach seinem Ausrutscher in der ersten Runde fährt der Markus hier ein super Rennen. Boah, die war schlecht, die Kurve. Boah, da hat er jetzt aber echt ein paar Meter gut gemacht da vorne. Marc Balzer ist gerade eine 1,39,4 gefahren. Kelvin da die ganze Zeit dicht dran, setzt hier den Köhn unter Druck. Tommy, wir brauchen eine 1,39,4.
Sumi, 1.39.4 bitte. Kommt. Da musst du sagen, geht sein Gang, Chef. Kommt ID sofort. DRS. Heiliges DRS. Oh, jetzt greift der Kel Winter, sing sie du an. Gegen Kohn, Wörs und geht vorbei. Herpin. Neu auf dem zweiten Platz, der ehemalige Polsitter, Kel Winter, sing sie du. Das hört sich an wie so eine Shisha-Bar. Das ist eine Shisha-Bar. Wahrscheinlich hat der Gute direkt neben sich stehen. Allerdings ist Marc Balzer inzwischen auf und davon, schon 4,1 Sekunden Abstand nach vorn. Ja, euer Fight ein bisschen eingeschlafen. Tommy hängt immer noch hinter dem Ash hier fest. Jetzt seid ihr ein bisschen am Rumrutschen, ne? Ja, ja. Noch 3,5 Minuten. Christian läuft jetzt auf den überrundeten Daniel Rodriguez auf. Der hat was ein Pech, der Christian. Oh, und da fliegt der Daniel auch ab. Was hat er? Also Überrundeter halten auf und der Gegner kann überholen. Er hat jetzt seinen sechsten Platz an den Christo Chinmai verloren, weil der Typ, der gerade abgeflogen ist, da ihn behindert hat. Achso, hier war, glaube ich, die Situation mit dem Überrundeten. Daniel, ja, genau, das war das. Das war Arisa. Der hält hier den Christian auf und sein Gegner kann überholen. Ja, und dann fliegt er auch noch ab und unverschuldet. Bom. It's the biggest piece of dog shit. Jetzt hat der Ash erstmal seinen Scheibenwischer angeschmissen, kurz. Dem geht's mal so wie dir, der kommt immer auf den Knopf, denke ich mal. Nee, der geht automatisch an, der Scheibenwischer. Automatisch? Ja. Weil? Wieso? Warum? Ja, weil er das kann. Also von Langeweile kann heute nicht die Rede sein. Marc Balzer hier ein super Rennen von ganz hinten gestartet und der Kelvin auf P2. Komm da nicht dran an den Ash Knight. Ja. Der hat dir deinen Schneid abgekauft. Ja. Ich sag mal, wer aufgibt, hat schon verloren. Dranbleiben, Tommy, dranbleiben. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns gleich mal angucken. Hat dich weich gekocht. Hat gesagt, so nicht, mein Freund. Genau, der Sinn. Eingang, Start und Ziel. Oh. Bisschen zu schnell. Ja. Wo stellt er das denn hin? Ja, da kann er gleich in die Vorklicke da reinfahren. Jawohl. Aber der Polino, der sitzt schon langsam wieder. Markus Ehrenberg, mittlerweile 13. Kämpft sich mühsam durch das Rennen von hinten nach vorn. Tolle Einstellung. Während dem Tommy so langsam die Zeit ausgeht. Wir sind in der 14. von 15 Runden. Tommy und Ash. Epic Story. Ja, ich schätze mal, vorletzte Runde, oder? Ich habe jetzt White Flag. White Flag? Weiße Fahne, ja. Marc Balzer, Riesenvorsprung vor Kel Winter, sing sie du. Eindeutig der Fahrer des Rennens, der jetzt auch einen kleinen Vorsprung auf den Köhn Bewehrs rausgefahren hat. Dahinter haben wir dann Gregory van Genberge. Oh, hier Schrecksekunde für den Köhn. Wo haben wir ihn? Hier. Uiuiui, jetzt hätte Köhn Bewehrs fast noch seinen dritten Platz hier weggefeuert. Und sich um seinen verdienten Lohn gebracht. Zum Glück nochmal gut gegangen. Ach, der Christian hat seinen sechsten Platz wieder. Ach, sehr schön. Ah, jetzt wird er wieder überholt hier. Oh, die kämpfen hier. Oi, jetzt fliegt er ab hier. Der Sechsplatzierte ist abgeflogen. Wünscht man niemanden. Christo Chinmai. Genau, also wir haben hier den Christo. Ja. Direkt dahinter den... Den Christian. Ach, guck mal da, siehst du? Ah, schön. Und dann hat er was Pech. Was ein Pech. Ja. Die letzten paar Meter für Marc Balzer. Wow, ein super Rennen hier. Marc Balzer, der Sieger des heutigen Rennens. Herzlichen Glückwunsch. Chapeau, Hut ab. Da ist die Zielflagge. Auf P2, der ehemalige Polsitter. Kel Winter, sing sie du. Und Köhn Bewehrs rettet seinen dritten Platz über die Ziellinie. Ein Top-Rennen gefahren, die Jungs hier, Wahnsinn. Aber auch Gregory van Grienberge fehlerfrei und top unterwegs gewesen heute. Christian Hegewald kommt hier als Sechster um die Kurve gebraust. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Dahinter Yannick Strüth, nochmal nah dran gekommen. Und der Tommy ich hat doch tatsächlich den Ash noch geholt. Wow. Gratulation, ein Top-Rennen, das war super. Wow, Ash, that was intense. Thank you, that was a very nice race, really, dude, really. Mal wieder ein mega spannendes Rennen heute, das war echt super. Christian scheint es auch gefallen zu haben.
Auf jeden Fall. Boah, da war das krass. Das war schon mal geil, also muss man sagen. Der Ash, der hat einen kleinen Fehler gemacht. Aber hat ein tolles Rennen geliefert, also das war mal super. Auf jeden Fall, das war ganz ziemlich super. Geil. Tolle Duelle heute und einen Sieger, der seinen Sieg mehr als verdient hat heute. Schade, dass ich so viele am Anfang selbst aus dem Rennen genommen habe. Aber auch so, der Valentino Rossi, der ist auch super gefahren. Ja. Der hat doch bestimmt Spaß gehabt, ne? Der hat doch Popcorn draußen gehabt und Cola, ne? Hat er doch auch gerade gesagt zu euch. Das hast du nicht verstanden, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich habe da was gehört, aber... Er hat sich gerade bedankt und hat gesagt, cool. Aber auch der Markus Ehrenberg hat versucht, das Beste draus zu machen. Also das war schon ein super Rennen. P12 am Ende. Er freut mich von Christian, dass er den Platz zurückbekommen hat. Der hat ja dann mit seinem Hintermann gekämpft und sein Hintermann hat leider das Auto weggeworfen. Beim Überholversuch. Ja. In der Herpin. Ja, war sehr cool auf jeden Fall. Also das war mal ein starkes Rennen. Er kommt ja aus Aachen. Der Hegewald? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube, der ist Aachen, ja. Da können wir den ja auch zu unserem Klassentreffen einladen. Können wir die ganzen Jungs mal Hallo sagen. Unser Team treffen dieses Jahr wahrscheinlich wieder beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Tommy, toll gemacht. Ja, 10. Platz oder 9. Platz. Es ist 9. egal, wo du fährst. Wenn du, sobald du coole Leute um dich rum hast, da ist das doch egal, auf welchem Platz du fährst. Na, das war so ein cooles Rennen. Ich muss mal gucken, ob der noch da ist. Und da nähern wir uns auch schon wieder im Ende der heutigen Sendung. Das war auf jeden Fall geil. Ja, dann bleibt uns nur noch, uns von unseren Zuschauern zu verabschieden. War mal wieder ein mega spannendes Rennen. Tommy hat super performt, war ein toller Tag heute. Vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's alle gut und bleibt gesund. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.